Nee, ist vollkommen in Ordnung, Plattfuß. Brauchst dich nicht so zu entschuldigen, deswegen. Das muss sein. Diese Scheißbots, man wird die auch nicht los, das ist das Schlimme. Ich meine, mittlerweile ist es wenigstens so, dass die kein richtiges Follow mehr dalassen können. Das war mich eine Zeit lang so bei einer Kollegin von mir, die auch aus unserer YouTube- und Twitch-Gruppe, also die deutsche YouTube- und Twitch-Szene, die hatte das Problem eine Zeit lang, auch viele andere hatten das Problem, auch die, das Gnu hatte dasselbe Problem, dass diese Bots tatsächliche Follows dagelassen haben und dann dabei die private ID gepostet haben im Stream von der Person, die sie gefollowt haben. Also eine ganze lange Liste an Futter für die Hacker sozusagen. Und bei der Gnu war das auch so ein ganz krasses Ding, die hatte irgendwie 3 Millionen Leute oder sowas in dem Dreh von diesen Fake-Accounts gehabt. Also die hat irgendwie ganz viele Follows dann, wo dann Twitch diese Bots bekämpft hat, also angefangen hat zu beheben, ganz, ganz viele Follower verloren. Innerhalb von kürzester Zeit. Also nicht echte Follower, sondern diese Bots, die halt so getan haben, als wären sie Follower. Die wollen, dass du denen zum Beispiel folgst oder auf deren Discord gehst. Ja, genau. Ich habe das ja ein paar Mal gehabt während der Aufnahmen, wenn ich am Aufnehmen war für die Let's Plays, dass dann über mein OBS trotzdem die Alerts reinkamen. Und dann habe ich aber gesehen, weil ich dann immer schon geguckt habe, direkt nach der Aufnahme direkt über meinen Twitch-Account, dass der Ticker, die Anzahl der Follower, nicht mehr geworden ist. Da wusste ich schon, okay, sofort sperren. Anfangs wusste ich das nicht, habe ich noch raufgeklickt und da habe ich dann gesehen, ein kompletter Chat vollgeklärt mit irgendwelchen Typen. Folge mir, dann folge ich auch dir. Und das, oh, hasse ich. Hasse ich. Ich folge nur Content, den ich auch mag. So, weiter geht's. Boah. Haben wir uns auf die Schnauze bekommen hier, ne? Noch so ein Sprengputzi gerade in der Nähe. Da hinten. Wie weit kann der laufen? Nicht so weit. Der Typ hat sich hier aus der zweiten Reihe gesprengt. Ja. Das würde bei dem nicht reichen. Okay. Als nächstes dran ist der da hinten. Das ist der Anführer. Kann eh nicht schießen. Ich denke mal eher, ich werde mich selbst heilen jetzt, so. Ja. 41 Lebenspunkte eigentlich, theoretisch. Ich muss kotzen. Er kann das gar nicht auf sich selbst anwenden. Oh. Okay. Dann nimm den Trank. Also 38 Lebenspunkte müssten es laut dem Gürtel sein. Tja, der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Dann kann ich mir nur vorstellen, dass das hiermit zusammenhängt. Scheiße. Einfach nur Scheiße. Mist. Okay. So, er ist wieder dran. Oh, er kommt in den Nahkampf. Ach nee. Okay. Nichts damit Nahkampf. Okay. So. Was? Der hält durch. Kann ich den machen? Mit einem Crit kannst du ihn killen. Schade. Aber immerhin. Bleib so stehen. Feind ist verstohlen. Ah, noch einer. Wow, moin. Ei, gut, geht, es geht. Es geht. Ach, geht auch noch. Hält sie durch. Die schafft das noch. Jetzt ist sie auch dran. Jetzt hat sie Giftschaden. Das ist nicht so gut. Sie hat aber noch einen Heiltrank. Mein Magen ist in Aufruhr. Ich werde sterben. Ach, Quatsch. So. Tja, ich habe ihn getrunken. Was bewirkt er denn? Dass es deinem Magen besser geht. Siehst du, sie hat ja sogar noch 70 Parieren drin. Zum Glück habe ich das gewirkt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, wunderbar. Ja, der böse Schütze, den wollte ich schon längst ausgeschaltet haben. Nein. Jetzt habe ich Sehnenschnitt erhalten. Durch einen Scharfschuss. Boah, Alter. Wie viel Schaden war das? Du hast gerade Sehenschnitt-Effekt erlitten. Das ist besonders übler Zustand, da du für jedes überquerte Feld einen Lebenspunkt verlierst. Au. Na gut, da muss der Dieb stehen bleiben, würde ich sagen. Er bräuchte aber mal eine Heilung. Die Elfin ist gleich dran. Das finde ich gut. Die Elfin wird das jetzt irgendwie viel wirken. Ja. Aus der Entfernung. Sie muss sich nicht bewegen dazu. Wunderbar. Sie hätte auch schießen können, ja.
Auf der anderen Seite brennt das hier aber gleich nicht mehr lange, glaube ich. Hoffe ich. Sodass Ogre und vielleicht auch bald Barbar hier rüberkommen können. Beziehungsweise sie hat ja immer noch ihren Flächenschaden, den sie machen kann. So, damit man dir nicht in den Rücken schießt, drehst du dich wieder um. Hört ihn endlich. Nimm das. Na, endlich. Gibt's auf YouTube ja auch. Oder halt die, die direkt Views oder Follows zum Kauf anbieten. Ja, leider. Als ich angefangen hatte für den Kanal auch den Facebook-Account zu machen, hatte ich innerhalb von 2 Tagen 34 Freundesanfragen. Da dachte ich nur, wow, krass, so viele Leute aus meiner Zuschauerschaft wollen mit mir dann auch so quatschen, also schreiben. Und dann habe ich mir aber deren Seiten mal angeguckt, weil Namen waren, die ich noch nie vorher gehört habe, so nicht mal ansatzweise. Ja, klar, jemand, der sich hier bei uns Posanen, könnte ja auch Alex Meyer heißen. Auf so endlich ein paar leichte Gegner, glaube ich. Habe ich mir die aber mal angeguckt, überall stand ganz groß und fett immer da. Lass mir ein Follow da, oder lass ich dir auch ein Follow da, oder gib mir ein Abo, ich gebe dir auch ein Abo. Ein paar Typen haben mich sogar angeschrieben mit irgendwelchen komischen Links, die ich dann sofort blockiert habe. Nicht mal irgendwie ein Hallo oder so, sondern irgendwelche Links von irgendwelchen komischen mexikanischen Seiten, sage ich jetzt mal. Ja, sofort alles rausgekantet. Krass, hab gerade eine Seite gefunden. Da sind 197.000 Entries an Bots. Oha. Krass. Ja, das ist schon heftig. Und da kannst du als Streamer eigentlich so gut wie nichts machen. Du musst darauf hoffen, dass Twitch das geregelt bekommt. Und das ist das Schlimme für dich. Man ist in dem Punkt wirklich machtlos. So, ich will die drei hier treffen, ja. Nice, einer tot. Zwei halbtot. Ich hätte auch versuchen können, den hier reinzubringen. Dafür wäre der nicht drin gewesen, aber ich befürchte, dass diese Barrikade hier nicht mehr lange standhält. So, Heilung haben sie jeweils bekommen, das ist gut. Jetzt ist er wieder dran, natürlich. Daneben. So, Ogre. 70% Chance, dass er getroffen wird. Ist auch nicht gut. Komm. Oga, du kommst erstmal hier rüber. Bringst damit gleichzeitig noch eine Unterstützung rein. Kannst dir von der Seite draufhauen oder dich danach hier durchschlängeln und auf den draufhauen, wenn du dran bist. Der übrigens gleich dran ist, der Typ. Okay, weiter geht's. Drei Feuerschaden, sehr schön. Und nochmal. Oder auch nicht. So, der Dieb muss Nahkampf machen. Tun. Erfolgreich. Sehr gut. So. Nahkämpfer macht nichts weiter. Er bewegt sich, bekommt keinen Gelegenheitsangriff. Schade. 17 auf den Zwerg, weil jetzt gehen sie natürlich alle auf den Zwerg, ne? Ja, eigentlich hätte ich den Dieb auf Autofeuer machen müssen, ne? Aber er macht Verstohlenheit. Die trauen sich nicht durch da. Oh, wenn ich Glück habe, ist der Schütze bald verbrannt. Das wäre eigentlich ganz gut, muss ich gestehen. Mit einem Crit kannst du den killen. Ach, guck mal, schau, das Feuer ist aus. Oder ich mach nochmal Ausweichen und Parieren auf alle. Ja, ich mach nochmal Ausweichen und Parieren auf alle. Dafür ist er ja der Anführer. Um uns alle zu buffen. So, guck nach vorne, dass du weniger von der Flanke bekommst. Nächste Runde. Au! Au! 28 und Gift. Das hat der Anführer, ne? Der gegnerische. So. Und jetzt seh zu, dass du nach vorne sprintest, mein lieber Baba. Wir brauchen hier einen Flankenangriff. Also auf die Gegner. Der einzige Bot, den wir hier duen, ist der Nightbot. Ja, das stimmt. Ist am schönsten. What? Another Viewer auch? Echt? Ich dachte immer, Another Viewer wäre Streamlabs. Sekunde. Ja. Auch wieder so eine Verlinkung. Danke! 91.000 Follower hat der Typ. Hm? Oder der Bot. So rum. Sperren.
Nee, der war nicht offiziell. Der hat, das ist wie auf YouTube diese Verlinkungskanäle. Empfohlene Kanäle, also sprich irgendwelche Bot-Seiten, die sich gegenseitig immer empfehlen. Und das war gerade wieder der Fall. Genau dasselbe Ding, was er, dieser Another Viewer, da bei sich gerade als empfohlenen Kanal hat, genau dasselbe Ding habe ich gerade bei den anderen dreien schon gehabt, die ich gekantet habe. Ah, der ist überall unterwegs. Hab den auch schon auf Streams und Freunden gesehen. Ja, aber ist ein Bot. Nach und nach werden wir jetzt die Bots hier rauskanten, in der Hoffnung, dass nicht so schnell neue geschrieben werden, aber ich glaube, das machen die per Makro. Neue Bots schreiben. Aber wenn es immer wieder dieselben sind und wir das rausfinden, ruhig Bescheid sagen, Leute. Die kanten wir raus. So. Barbar war dran. Als nächstes ist die Person dran. Welche? Da unten kommt nicht an den Barbar ran. Habe ich auch ein bisschen zu spät geguckt. Oh, langsam geht's unserem Ranger nicht gut. Oh je. Ja, sie hat noch einen fetten Giftschaden drin, ne? Aha. Und wenn sie ihn so angreift, könnte sie tatsächlich den Häuptling töten. Komm schon. Jawoll! Häuptling Kapuzki! Okay. Sie hat aber auch keinen Trank mehr. Die Elfe ist gleich dran, sehr gut. Kann die Elfe noch heilen? Sie könnte den Trank auf den Ranger wirken. Ja, dazu muss er sich nach hinten bewegen. Schiete. Ein Schuss. Wäre auf jeden Fall tödlich bei der Person hier. Geht, ihr fiesen Goblins. Warte mal, wir haben doch hier noch so eine... Ja, hier. Oh, zum Glück habe ich die aufgespart vorher. Okay, na dann können wir jetzt auch den Schützen hier killen. Oder den. Ich ist als nächstes dran. Der ist als nächstes dran. Ja, dann ruft er. Wen du triffst daneben. Sehr schön. Bringt uns jetzt auch wieder Bewegungsfreiheit und... Der Ogre, nicht der Ogre, der Barbar. Wenn er richtig rankommt und trifft, kann er den. Die Bombenkommando da eventuell noch erwischen. So, erschlage den hier. Ach, jetzt verhaut er wieder daneben, ey. Mann. Ah, gut. Magierin. Ah, Schiete, sie hätte auch heilen können. Aber gut, wir könnten eine Klatsche machen mit ihr. Die wiederum würde ihn töten. Wenn ich Fernkampf mache, auch. Machen wir nochmal einen Fernkampf. Ranger ist sogar betäubt, wie ich gerade sehe. Wir bräuchten mal wieder Heilung. Ich möchte, dass du dich jetzt hier hinbewegst und unseren Ranger unterstützt und dabei gleichzeitig von der Paladina unterstützt wirst. 50 Schaden, nice. Wir haben Goblin Moves gemacht. So, du kannst dich sogar noch drehen? Nee? Nee, kannst du nicht, schade. So, der Dieb ist dran, der kann leider nicht viel machen, außer versuchen zuzuschlagen. Geht nämlich gar nicht, dass er in Bereitschaft gehen kann. Verteidigung hätte er gehen können. Ja, okay. Das habe ich nicht bedacht. Aber nicht dieses automatische Schießen. Das wäre nicht gegangen. Ja. Oh. Der Effekt auf den Zwerg scheint nicht mehr zu wirken, dass er alle auf den Zwerg losgehen sollen. Bombenkommando läuft. Jetzt müssen wir uns auf das... Nein! Alter. Der hat eine Zweierreichweite mit seiner Explosion. Krass. Commander Wood auch? Moment. Bisschen aufräumen muss ja auch mal sein. Ne? So, Benutzer im Chat. Commander Wood. ...124.000. Glaubst du aber selber nicht.
Nee, Moment, warte. Der steht echt als Bot drinne? Krass. Dann ist das auf jeden Fall ein Deutscher. Weil Englisch und Deutsch hier drauf zu stehen hat. Ah, Brasilien jetzt auch natürlich mit dazu. Ja, okay. Jetzt gerade eben dazugekommen, Commander Wut. Ja, wer es glaubt. Und der hat natürlich 7 Zuschauer jetzt gerade im Moment, obwohl er nicht streamt. Oder doch? Warte mal. Ah, Xbox-Werbung. Ja, klar. Damit verdienen die Bots natürlich ihr Geld, indem sie Werbung reinballern. Und mit 124.000 Followern, ja klar. Ich will nur mal gucken, was das für ein Stream ist, sobald die Werbung durch ist. Schick dir mal einen Link zu dieser Liste. Ja, gerne über Discord. Kannst du gerne mal machen. Ja, ID-Listen. Ja klar, Commander Wood, du bist sowas von blockiert jetzt. Und gemeldet. Moment. Jetzt habe ich vergessen, den zu melden, dummerweise. Dafür bräuchte man eigentlich Moderatoren. Danke für den Link. Ich muss hier wieder die Kategorien auswählen, wie ich ihn melde. Unangemessen, genau. Und was anderes stimmt nicht genau, da war das Ding und dann postet als Bot. Die ID. Nee, nicht ID. Die IP-Adressen der Leute, wo er einen Fake-Follow dagelassen hat. Zack. Und blockieren. Tschüss. So, für alle Fälle hier noch rauskanten. Hau rein. Piss dich, lass dich nie wieder blicken. Vor allem der Account existiert seit 2011 und die Bots sind immer noch nicht bekämpft. Das regt mich am meisten auf. Das ist schön, ich habe eigentlich 10 Zuschauer, aber ich dachte eigentlich, die meisten davon sind von euch aus dem Log. Aber hier seht ihr die nächste, Bing Cortana. Tschüss, war schön mit dir. Jetzt hole ich die Klatsche raus, jetzt wird hier in einer Tour rausgekantet. Tut mir leid, das muss mal sein jetzt. Geht ja schnell. Ja, hier auch wieder. Ich sollte auch mal bei diesem anderen, der da ständig empfohlen wird, raufgehen und den auch mal blockieren und melden. Electrical Longboard. Oh. Und die kommen damit durch die ganze Zeit über. Das ist das Schlimme. Moment. Ja. Lord Renex redet mit 4 Leuten rein. Danke dir, mein Lieber. Jetzt muss ich aufpassen, wen ich hier weiter blockiere. Wir haben einige Bots, die wir gerade hier noch blockieren. Herzlich willkommen, liebe Renex-Zuschauer. So. Der Plattfuß hat nämlich eine wunderbare Liste gefunden von Leuten, die Bots sind, die man im Voraus schon mal blockieren kann. Und einige davon sitzen tatsächlich bei mir hier in der Benutzerliste und nach einem Check-up von deren Profil sehe ich auch, okay, jo, es sind Bot-Seiten. So. Moin, moin. Was hat dann schon das Spiel wieder? GTA 5? So, sorry für die Unterbrechung. Musste jetzt mal sein. Unser Ranger ist dran. Unser Ranger ist immer noch betäubt und klinisch tot. Gefühlt. Kann nichts machen. So, jetzt ist aber Kabum weg. Und heißt wiederum, wir könnten uns jetzt hier vorbewegen. Und mit unserem Hau drauf hier. Grüne Häute geben super Trommelfälle ab. Den Bereich hier abstecken. So. Weiter geht's. Paladiner. Der wird hier lang laufen und versuchen zu flüchten. Oder er versucht sich hier durchzuprügeln, weil die sind jetzt schon in Flucht. Die haben sich selbst in die Flucht geschossen durch den Angriff, den sie gemacht haben. Da sie eh nicht schießen können.
Willst du jetzt ihn hier noch töten? Nimm das! Trifft sogar, sehr schön. Den hast du ein schönes mitgebracht, lieber Pla... lieber Lord Mönnix, ich bin auch schon durch. heute. So, als nächstes Elfin. Elfin. Hallo? Jetzt, sie kann nicht heilen, dummerweise. Sie könnte Bürstentrank verwenden. Sind hier nicht noch irgendwo die Typen, die, Stohlen gemacht haben, also sich unsichtbar gemacht haben? Die müssten hier doch noch irgendwo rumlurken, oder? Triff nicht den Dieb, triff nicht den Dieb, triff nicht den Dieb. Danke. Ah, okay, die Verstohlenen waren schon sichtbar zwischendurch, okay. Sind gleich bei den Explosionen mit hochgegangen. Ein Level up, aber nah dran beim Ogre. Okay. Eine Armbrust. Streitaxt. Lendenschurz. Tränke. Oh Gott, ich muss. Boah. Eins, zwei, drei. Vier Tränke. Der würde jetzt von mir noch 8 weitere brauchen. Wieso 8? Für hier nochmal ein. Krass. Achso, erstmal alles nehmen. Also langsam wird es auch mit unserem Platz wieder eng, ne? Wir müssen langsam wieder verkaufen gehen. Fünf, ich hätte lieber 6. Eine Galone leckeres Bier. So. Den Rest füllen wir später mit einem, mit der Übernachtung wieder auf. Ausgeschattet, sehr schön. Zweimal gleich. Und die Gürtel von der Paladina und vom Ranger, glaube ich. So, sammelt euch wieder hier. Ja, Schwede. Das war ein schöner Kampf. Hat mir gefallen. Hätte auch krass schief gehen können. So, hier haben wir tatsächlich mal sowohl als auch für unseren Zwerg. Und ich habe vorhin noch gesagt, wäre cool gewesen, wenn wir irgendwo Waffen kaufen können, weswegen ich überhaupt auf diese Nebenquest gekommen bin, versehentlich. Am Ende wurde es unübersichtlich leer und leise. Was, bei GTA 5 oder was? Okay. Interessant. Ich dachte ja irgendwie, das wäre so ein angesagtes Superspiel. Weil GTA? Also die Waffe ist auf jeden Fall schon mal besser. Die richtigen Gegenstände für die richtigen Leute. Musst du nur noch damit treffen, Kumpel. Wie sieht die jetzt aus? Wie nah es aussehen sollte. So, und die Armbrust hier? Die hat einfach schon zu minus 5. Aber wenn sie trifft, hat sie deutlich mehr Schaden. Ich sehe gerade, der Dieb und die Paladina können die auch verwenden. Dann gebe ich das doch zuerst der Paladina, weil sie hat noch gar keine Armbrust. Ja. Der Dieb hat ja schon was. Genau. Macht noch viel mehr so und so. So, dann hatten wir hier noch Anfänger Diebe Tonika. Ach nee, das war seine alte. Für wen ist die hier? Für den Kölner. Der Lindenschutz. Verringert den Einschlag, erhöht die Trefferchance, die ich sehr gerne bei ihm erhöhen möchte. Oh, sieht genauso aus wie der alte. Okay, schade. Und noch ein Schneidengürtel. Ach, das ist der, den wir vorhin weggenommen haben, ne? Ausweichen 3. Das war bei ihr der, glaube ich, ne? Nee, vom Ranger war das. So, Ranger kriegt den jetzt wieder zurück. Ja. Weil das mit dem extra Heilen hat irgendwie nicht funktioniert. Das ist mein Kram. Also, weder bei seiner Fähigkeit noch bei dem Trank hat es funktioniert. Ich habe gerade gemerkt, wenn ich selbst diese Bots banne, dann sehe ich sie auch nicht mehr bei mir, bei dir im Stream. Oh, okay. Na klar, wenn du sie blockierst, blockierst du sie nur für dich. Dachte ich. Interessant. Renix bringt 4 Leute mit. Wir hatten davor 7, jetzt sind es 14. Kommen jetzt mehr Bots dazu? Weil ich drauf geguckt habe, das wäre scheiße. Es sind noch einige dabei. Ich schaue gerade mal alle durch. Was gibt es mit diesen Bots? Ey, man wird auch nie fertig. Man bräuchte theoretisch einen Angestellten dafür, der wirklich nur diese Bots sich raussucht und die blockiert. Allein dafür. Aber ich habe kein Geld, um jemanden zu bezahlen.
Also, ich habe schon Geld, aber nicht ausreichend Geld, um jemanden für diese Arbeit zu entlöhnen, meine ich. Hatte sie überhaupt eine heilende Fähigkeit? Nee, hatte sie nicht. Die Hexe. Ich habe Nüsse für die Eichhörnchen. Ist jeweils bloß ein Schlitzplatz? Ich lasse das jetzt hier mit diesem komischen Gürtel. Der scheint nicht so zu funktionieren, wie ich das möchte. So, habt ihr alle wieder eure Ausrüstung drin? Ja, ich habe diesmal gar keine Bombe geworfen. Habe ich irgendetwas, um schnell Notizen zu machen? Ist wieder drin. Oh. Wir speichern. Nein. Ja. Okay. So. Ich guck mal was. Ich gucke. Auch Bosse. Kommt's hinten rein. So, wem könnten wir denn eine Freude machen? Aber auch mit welchem Spiel? Gothic 3 oder Diablo 2? Das Remake. Sag mal was an, Leute. Gothic 3 oder Diablo 2? Mehrheit entscheidet wieder. Schreibt einfach rein, worauf ihr mehr Bock habt. Diablo 2 schreibt der Pulsar. Plattfuß, Lord Renix und seine Zuschauer, worauf hättet ihr mehr Bock? Ne? Ne? Redet mit mir! Gothic 3, okay. 1:1. Scheiße, und du? Nächste Stimme entscheidet. Diablo 2 oder Gothic 3? Schreibt was, Leute. Schnell! Bitte! Please! Okay, der war sogar für mich zu hoch, der Ton. Eieiei. Gothic, gut, Gothic 3. Mir egal, gut, zählt für Gothic. 3:1 für Gothic 3. Ihr Lieben, dann schicke ich euch zu Lord Pappnase. Der hat schon 108 Zuschauer, ist aber ein ganz, ganz angenehmer Typ. Guckt da selber sehr gerne zu. Mit 15 weiteren Zuschauern wird er sich bestimmt freuen. Und gleichzeitig machen wir auch ein bisschen Werbung für unsere Community. Wer weiß, wer weiß. Ihr lieben Live-Zuschauer, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich beende jetzt hier auch mal eben... Moment, ich muss mal wieder den machen. Beende das Spiel. Dann ziehe ich mir von dem Lord Pappnase mal eben noch den Stream auf dem Hauptmonitor. Ich muss mich erstmal die Werbung abwarten, genau. Ich will ja auch seine Reaktion mitbekommen. Der wusste mich bis jetzt noch gar nicht, dass ich Streamer bin. Er hat sich das vielleicht gedacht, wegen dem Namen LP, Let's Play, wer weiß. Aber gibt ja auch Leute, die das nicht so schnell kapieren. Und das Schöne ist bei diesem Lord Pappnase, der macht auch gerne mal richtig coole Gesangseinlagen, die auch richtig geile Texte haben und so. Und der spielt auch super gerne Retro-Games, wie jetzt hier in dem Fall Gothic 3. So, passt mal auf. Mach ich mal so. Dann mach ich das. So. Nur halt den gut. Der ist ein bisschen leise bei mir. Ich bereite den Raid so lange vor. Bleibt noch dran, Leute. Nicht abhauen. Okay. Den habe ich übrigens kennengelernt durch den Zwebonaut. Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich. Hört er mich? Nee, ne? Aber das ist mit den großen Heiltränken, dass wir die nicht mehr haben. Das ärgert mich tatsächlich gerade. Das war bestimmt voll der mega geile Ultra-Loot oder so. Oh, das sind wieder Orks. Nee. Schön. Okay, für die Live-Zuschauer, viel Spaß jetzt bei Lopapnase. Ich wünsche euch noch was. Und bis spätestens nächsten Freitag dann. Ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche werde ich noch ein Let's Play wieder vorher streamen. Bis dahin, macht's gut und ciao. So, und für die YouTube-Zuschauer lassen wir natürlich die Reaktion noch drin. Legen. Das finde ich ein bisschen schade. Speicher doch mal. Ein Alert? What? Ein doch. Anderes Lager überfällt die Nasenbande. LP mit Robin und Co. Vielen lieben Dank für den Raid. Dankeschön. Moment, ihr kriegt ein ganz leises. Ihr kriegt. Moment. Yay, Gesangsanlage, geil! Biti hidaren morgon innan solen uppran innan våglarna började hunga Baja trollet friede till vagarungersven hon hade en falskeliger tunga
Herr Manneli, Herr Manneli, loven i mig för dea bjudes organa. I kunden väl svar jag endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie... Okay. Vielen lieben Dank für den Raid. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Ah, schön. Was gab's denn Schönes bei euch? Wir spielen gerade das Gothic Handy Game, das keiner kennt. Das hat mich jetzt auch verwundert, dass Gothic gerade so aussieht. Ist, so. To be honest. Dungeon of Nahelbyg. Sagt mir gar nichts. Oh, was war da? Da war doch gerade was. Hab's genau gesehen. Egal, jetzt wird erstmal gekämpft. So. Liebe YouTube-Zuschauer. Um was geht's denn im Spiel? Ach so. Oh, Gott. Oh, oh. Das sind vielleicht ein paar viele Scavenger. Oh, Gott. Kann ich jetzt nicht beantworten. Liebe YouTube-Zuschauer, herzlichen Dank fürs lange Weitergucken. Übrigens natürlich wieder der normale Rauchhinweis. Bei euch ist das nichts. Wenn ihr es nicht sowieso schon macht und so weiter und so fort. Ich verabschiede mich jetzt hier. Herzlichen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis dahin, macht's gut und ciao. So, ich muss wieder ein paar Sekunden warten. Für den Delay. Mach den Ton auch wieder an. Alles Leben, fuck it. Alles Leben. Ich beende den Stream. Lass mich in Ruhe.